Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ihr kennt ja diese Tage, also nicht diese Tage, sondern diese Tage, diese Motto-Tage. Also es gibt ja immer so Motto-Tage im Jahr. Ja, Tag des Waschbären oder Tag des Fernsehers oder Tag, ja, ihr wisst schon, was ich meine, Tag des Kindes, Weltkindertag und so weiter. Bei uns hatte ich das Gefühl, dass wir im letzten Clankrieg den Tag des Einsterns hatten. Den Tag des Einsterns. Und wir haben echt unheimlich viele Einsterne rausgeballert. Ihr hört, ein bisschen beschmunzel ich das auch. Ist ja nun Spiel, Leute. Also aufregen nutzt nichts. Aber ich habe das Ganze dann so ein bisschen für mich anders verpackt, um das Ganze jetzt nicht ganz so runterzureden, wie mir das öfter mal vorgehalten wird, dass ich immer alles schlecht rede und alles doof ist. Nein, wir haben halt alles riskiert, so will ich es mal sagen. Alles riskiert und wir gehen mal rein in den letzten. Also 31, 37 ist schon mal ziemlich deutlich. Hatten natürlich unten auch einen 10er und einen 9er. Das ist auch nicht gerade hilfreich, wenn man die hat, denn da hat man schon mal locker 4 Angriffe weniger, denn Fry und Van Heder Mini haben erst gar nicht angegriffen. Also auch die machen mal wieder nichts. Ich weiß, der Fry ist von mir, aber darüber ging es auch gleich mit dem 11er oder mit dem 12er los, würde ich sagen, hier unten. Aber dann, also gelistet sind hier im Moment nur 4x ein Stern, aber insgesamt haben wir gemacht 6x ein Stern. Wenn wir durchzählen, 2 zählten schon nicht, weil da halt ein Stern drauf war. Und zwar von Sex Pistol, von Maddy. Ich wollte gerade sagen, von Maddy sind wir auch fast nichts anderes gewohnt. Von Matterhorn einmal, von Herr Avatar, 2x sogar Herr Avatar, hurra. Dann vom Thorsten und hier unten war aber alles glatt, 43% Dark Barbarian, aber dennoch. War schon ein bisschen doof, muss ich sagen. War schon ein bisschen doof, vor allen Dingen, wenn die Bases dann gar nicht mal so prall sind. Aber wir gehen ruhig mal rein in die Wiederholung hier vom AFA. Und okay, das sind jetzt E-Drachen. Die kann ich sowieso nicht. Hätte ich jetzt fast mal gesagt. E-Drachen kann ich sowieso nicht. Da muss ich echt üben. Irgendwie mit irgendwas mit Blitz machen oder so oder irgendwie anders. Ist aber nicht ganz so schlimm. Ich habe auf jeden Fall letztendlich das erreicht, zu Anfang zumindest, was ich wollte. Ich wollte den Adler da weg haben. Das ist mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Und dann macht der schon mal, obwohl, nee, ist mir nicht gelungen, oder? Nee, stimmt, ist mir nämlich nicht gelungen. Stimmt, ist mir nämlich nicht gelungen. Der bleibt nämlich irgendwie stehen hier, ne? Ja, oh, der blieb noch ganz am Ende stehen. Ah, ja, 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 ja. Dann kam auch noch der Hund raus, der Duselige. Und was kommt hier unten? Ein paar Schützen, glaube ich, waren das, ne? Da konnten jetzt keine Kobolde so rauskommen, weil ja noch, ach doch, da konnten Kobolde rauskommen, weil das ja eine Dame war. Also meine Queen. Jetzt gehe ich hier mit dem, ich weiß gar nicht, ob ich es da aufmache. Mache ich, glaube ich, gar nicht auf, ne? Ach, ich mache es da gar nicht auf. Guck mal, da fliegt der Zeppelin so mit den Dingern da mit rum. Jetzt ist aber auch der Adler da erst weg, aber ich habe nichts mit am Zeppelin mit dran. Und so weit kommt das dann natürlich auch nicht. Scattershot nochmal wegbekommen dort. Aber trotzdem ist nicht so. Feger mal wieder nicht gefegt, also Feger mal wieder nicht gefräst. Und dann sind die Drachen ruckzuck draußen und fliegen jetzt natürlich erstmal darum. Naja, was willst du machen? So ist das nun mal. Also bitte nicht nachmachen. Aber Drachen sind echt nicht meine Welt. Was auch nicht so meine Welt ist, ist vor allen Dingen meine Stimme im Moment. Denn die ist im Moment jenseits von Gut und Böse. Es ist also ein bisschen Erkältungszeit auch. Ich habe auch ein bisschen Nuppen. Und das ist aber nicht der Grund, warum ich gestern nicht live da war, also am Mittwoch, sondern da war irgendwo die Planung der Familie mal wieder Mismatch. Und ich habe dann etwas machen müssen, was ich eigentlich nicht hätte machen brauchen oder sollen. Habe ich dann aber gemacht, weil es halt nicht anders ging. Ist aber nicht so schlimm, holen wir nach, Leute. Alles beim Alten und ich komme auch jetzt ziemlich spät zum Aufnehmen, aber auch das macht nichts. Irgendwie hat man dann keine Zeit und manchmal habe ich auch keine Lust. Ich habe gestern auch tatsächlich irgendwo so nicht so wirklich Lust gehabt. Habe dann später noch ein bisschen NW gespielt und habe mich da natürlich wieder verdattelt, wie das nun mal so ist, Leute. Schwer verdattelt dort, zeitlich ungepeilt, ungeplant, aber ist nicht so schlimm. Und habe das hier aber nicht vergessen, wir haben aber nicht mehr nachgestartet. Wahrscheinlich erstmal so Sonntag Ruhigen danach, ne? Wenn du erstmal so eine Packung gekriegt hast. Und wo dann auch einige nicht angegriffen haben, die eigentlich immer angreifen.
Dann lässt das erstmal, glaube ich, einen Tag sacken. Ich weiß nicht, wie ihr das so macht oder ob ihr einfach weiterspielt und sagt, naja, komm, ist ein Spielchen. Aber es kann auch sein, dass wir jetzt im Moment keine 10 beisammen bekommen, weil auch ein bisschen gelevelt wird. Weil auch ein bisschen gelevelt wird. Und es gibt ja noch was Cooles eigentlich zum, ich wollte gerade sagen, zum Wochenende. Doch, es ist eigentlich schon zum Wochenende hin. Wir haben ja heute schon Donnerstag. Das ist schon was Cooles zum Donnerstag hin. Kommt da aber auch nicht richtig mit seinen Truppen durch. Die gehen da auch durch die Schläuche durch hier hinten, durch den langen Schlauch vor allen Dingen. Und hier unten, die Bets waren natürlich jetzt ein bisschen überfordert. Ja. Er hat den Uhui am Royal Champion. Ja, da hat er jetzt gerade Glück, dass der Royal Champion jetzt keinen Beschuss mehr bekommt. Aber der Ice Golem kommt jetzt ein bisschen spät. Der kommt da ein bisschen spät. Der sollte wahrscheinlich kommen, wenn die Bets kommen. Aber er bekommt aber jetzt auch nicht mehr wirklich das Rathaus. Auch sehr, sehr ärgerlich. Kann den Royal Champion zwar noch ziehen, aber das Rathaus ist gerade mal so angehittet. Und die Kanone ist... die wäre jetzt gleich eh wieder in Reichweite. Aber immerhin 14 auf 14, ja. Ich habe einen Dip verhauen, Leute. Mal wieder. Von 14 auf 13. Aber 14 und 13 sind ja nicht ganz so weit weg, außer dass jetzt der 14er noch Pets dazu hat. Ein paar Heldenlevel mehr. Ja, okay, die Truppen sind natürlich auch jetzt schon ein bisschen stärker geworden im Laufe der letzten Updates. Und ja, von daher kann man auch das eigentlich nicht als Ausrede sehen, dass man nicht ganz so effektiv angreift. Aber auch, wie gesagt, ich verpacke das Ganze unter, was hatte ich gesagt eben, nicht schwierige Angriffe, sondern unter, wir haben alles gegeben, Mensch, irgendwas habe ich doch eben gesagt, ich muss ja gerne nochmal zurückspulen, irgendwas hatte ich doch klar gesagt. So, ich habe den Begriff wieder, ich habe gerade einen Schnitt gemacht, habt ihr gar nicht gemerkt. Wir haben alles riskiert, das war jetzt der Schnitt, beziehungsweise nicht der Schnitt, sondern ich habe wirklich kurz mal zurückgespult und habe einmal gecheckt, was hast du da eigentlich geredet. Wir machen hier aber fröhlich weiter mit unseren Einsternern. Und der nächste Einsterner kommt vom Matterhorn, den von Thorsten zeige ich euch natürlich auch. Matterhorn hier 14 auf 14, auch schon mit den Max-Pets unterwegs. Das heißt, Pony ist S2 und ein Pet war, glaube ich, auch im Update. Ja, ich glaube, in den normalen Clankriegen ist das nicht so schlimm, wenn da mal ein Pet fehlt oder was auch immer. Ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm, wenn dort nicht alles, wie soll man sagen, wenn dort nicht alles verfügbar ist. Ich meine, wenn die Helden waren ja nun mal da, wenn dann mal ein Pet nicht da ist, dann ist das, glaube ich, nicht ganz so tragisch. Trotzdem muss sowas dann irgendwie gelingen. Gelingt hier aber auch nicht. Also auch hier bleibt das Rathaus mit dem gesweckten Heilzauber. Naja, fast gesweckt. Doch, gesweckter Heilzauber. Na, nicht ganz. Noch stehen und ich nehme es natürlich mit Humor, Leute. Solltet ihr auch immer machen. Also die Spielelust nur nicht verlieren hier, nur weil man nicht ganz so effektiv war. Wir waren vor der Liga recht effektiv, muss ich sagen. Ein bisschen Höhen, ein bisschen Tiefen, aber das spiegelt in jeglicher Weise hier ganz genau auch diesen Clan nieder. Ja, das heißt also, wir sind jetzt nicht so erfolgsorientiert. Natürlich möchte man immer gern gewinnen, Leute. Das ist ja ganz normal. Ja, dass man erstmal immer gewinnen möchte oder man möchte immer gewinnen. Aber es ist jetzt nicht kein Beinbruch, wenn wir das nicht tun. Also ich glaube, da geht es keinem dann Tag danach schlecht oder so. Oder er fühlt sich schlecht oder was auch immer. Hier gibt es auch wenig so Entschuldigungen. Oh, tut mir leid, leider nur ein Stern. Ne? Das gibt es hier weniger. So, wo ist der Toto? Der Toto hat auf die 8 gefehlt. Nee, stimmt gar nicht. Der Toto hat auf die 9 gefehlt, glaube ich, ne? Lass mal gerade gucken. TTT, da ist er. Auf die 9. Perfekt. Auf die 9 gefällt. Ach, die Bs hatten wir heute schon, ne? Ah, ne, die hatten wir noch nicht. Okay, auch wieder mit Luft. Okay. Wenn ich schon immer sage, Luft kann ich gar nicht. Warum spiele ich das? Ja, weil man muss ja auch mal so ein bisschen was anderes spielen, sage ich jetzt mal. Als immer nur Bodentruppen. Ja. Einfach mal ein bisschen Mut zur Lücke hier. King mit rein, Queen mit rein, kein Mauerbrecher, um hier den X-Bogen zu erreichen, aber vielleicht die Luftabwehr da hinten. Queen ist noch ganz gut in der Heilung des Ponys. Und Luftabwehr fällt jetzt auch.
Und jetzt komme ich hier irgendwie komisch rein. Ja, erstmal Bauhütte. Nee. Das ist nicht schlecht. Das heißt, ich habe schon mal nicht mehr alle Drachen zusammen. Auch nicht gesehen. Erstmal 4 Drachen auf die Bauhütte rauf. Und dann sind es. Woran hat es denn hier eigentlich gelegen? Ich muss mal gerade überlegen, woran hat es gelegen? Woran hat es hier gelegen? Ach, dass hier unten die ganzen Lager sind. Ne? Da brauchen die Drachen auch ein bisschen. Dann kommen hier noch so ein paar Fallen raus. Ja, Scattershot habe ich nur den hinteren jetzt gefriest. Und es hat aber nicht zum Rathaus gereicht. Es hat nicht zum Rathaus gereicht. Worden hatte ich ja schon gezündet. Und meine Drachen, ja, die kümmern sich um alles, aber nicht ums Rathaus. Aber die haben sich um alles gekümmert, aber leider nicht ums Rathaus. Und es fliegen zwar noch 2 da in die Richtung und viel steht hier ja jetzt auch nicht mehr. Ne? Da hinten auch kein Cleanup mit eingerechnet. Außen ist noch ein Troll-Tesla. Also auch mich hat es hier wieder auf ganzer Breite erwischt. Ich enthalte euch das nicht vor, Leute. Ne? So ein Tag des Einsterns, der muss auch ein bisschen gefeiert werden. Der muss auch ein bisschen gefeiert werden, würde ich sagen. Und wir haben jetzt Sexpistol gesehen, wir haben Medi aber noch nicht gesehen. Glaube ich, wir haben Thorsten gesehen, wir haben Avatar gesehen, Deadpool. Aber das sind dann auch die Einer gewesen. Nehmen wir Medi nochmal mit. Und dann haben wir sie zumindest alle gesehen. Alle anderen waren dann, da war dann schon ein Stern, beziehungsweise da war schon ein Stern drauf und ging dann auch nicht mehr als ein Stern. Gucken wir mal hier, der Medi hat auch eine todsichere Sache eigentlich, aber man will ja das Rathaus haben und wenn du das Rathaus haben willst, dann musst du dem entgegenkommen und nicht ins Rathaus reinrennen. Das ist irgendwie so ein offenes Gesetz hier bei Clash of Clans, habe ich manchmal das Gefühl, obwohl er sogar durch die Richtung kam. Ihm haben also Prozente gefehlt am Ende, okay? Ihm haben also die Prozente am Ende gefehlt und wo setzt er jetzt eigentlich Hexen und den anderen das andere Zeug da. Okay, der Adler war jetzt nicht so gut im Frost. Boah, manchmal erwischt mich so eine Niesbombe, ey. Meine Herren. Naja, der Adler war jetzt nicht so gut im Frost. Und ja doch, der war nicht so gut im Frost. Er hatte nämlich gerade gefrostet, als der Adler schon abgeschossen hatte. Und danach war wieder frei, 36%, okay. Es hat also tatsächlich irgendwo dann an den Prozenten gefehlt, aber außen ist auch nicht mehr viel zu reißen, mit eigentlich gar nichts. Denn in den Ecken stehen jeweils Bogenschützentürme, die kommen natürlich an alle Truppen ran, da musst du schon ein bisschen mehr setzen. Jetzt letztendlich, selbst für so ein Lager hier, brauchst du mindestens vielleicht auch einen Magier, hätte das schon gereicht. 44% hat nochmal einen Wut. Den haut er jetzt auch nochmal auf die Queen drauf. Mal sehen, aber die kriegt auch nichts mehr. 45, der Warden bekommt auch nichts mehr. Am Ende, okay, da haben nur die Prozente gefehlt. Sehe ich jetzt auch. Da haben es nur die Prozente gerissen. Beziehungsweise die gefehlt haben. Das war es auch, 46%. Naja, Tag des Einsteins. Feiert ihr auch solche Events wie wir hier? Also im Moment gibt es ja richtig tolle Events bei Clash of Clans. Ich habe eben schon geschaut, deswegen ist da unten die Zahl auch schon weg. Brüller. Okay, ein Superbarbar muss benutzt werden. Eigentlich benutze ich die Superbarbaren gar nicht. Tatsächlich gar nicht. Und dieses Event hier für die eine Pulle mache ich auch nicht wirklich mit. Aber vielleicht zum Verspenden. Mal sehen. Das Sauhut ist natürlich Sauhut. Dafür den Forschungstrank 12 Schweinereiter. Im Moment redet nur aus meiner Sicht für mich auch uninteressant. Obwohl es gibt immer 10 Gems für so eine Pulle, wenn du so ein Event ja spielst und die Pulle jetzt nicht brauchst. 70% auf Supertruppen. 3 Tage, 19 Stunden. Das ist wirklich, wirklich gut, denn 7500 kosten dann nur noch die Supertruppen. Allerdings kannst du es auch nur einmal machen. Ja, muss man auch so sehen, denn die laufen ja 3 Tage. Du kannst das ja immer noch nicht abbrechen. Finde ich eigentlich auch nicht so gut, dass man hier nicht irgendwo sagen kann, wenn ich jetzt die Supertruppe hier mache und möchte die heute morgen Abend nicht mehr haben, dass ich sagen kann, abbrechen. Ich habe halt die 7500 ja ausgegeben. Ja, ganz regulär. Ich will auch nichts wieder haben. Ich wollte nur die 10-mal Barbare machen und dann wollte ich das nicht mehr und dann fehlt irgendwie so der Button, dass man die jetzt nicht mehr haben möchte. Ich habe ja noch eine Truppe hier, also hier irgendwo nicht ausprobieren, nicht den hier, sondern irgendwo so abbrechen. Abbrechen, ich will den nicht mehr. Dann passt das natürlich mit den 3 Tagestürmen das nicht mehr. Oder aber, ja, keine Ahnung, ob man dann noch irgendwie so Strafdunkles drauf zahlt oder so, weil man abbricht, keine Ahnung. Irgendwas könnten die sich da einfallen lassen. Denn das Event ist natürlich gut, aber du musst dich schon entscheiden, welche beiden Supertruppen nehme ich denn in diesen 4 Tagen.
So muss man sagen. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und dann bleibt ihr am Kanal dran. Auch mal immer mal wieder auf Twitch gucken oder auf Discord, wenn ich dann live komme. Also bis dahin. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Euer Toto. Best.